Hallo und herzlich willkommen zum neuen Portaltage-Orakel im April 2023. Ja, wir haben 6 Portaltage in diesem Monat und ich habe die Karten diesmal allgemein gelegt auf alle Lebensbereiche, also ganz spannende Themen auch. Bleib unbedingt bis zum Ende dran. Es gibt ganz, ganz wichtige Botschaften für den April, die du nutzen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Ihr seht, ich habe ein großes Blatt gelegt und zwar für alle Lebensbereiche für die Portaltage im April. Und die Portaltage sind am 1.7., am 7.7., also morgen ist der nächste, am 12., am 15., am 20. und am 28.4. Und ihr seht, das ist auch durch den ganzen Monat so verteilt und es geht um das Licht. Ja, die Engel sagen, es geht wirklich darum, dass wir unser Licht strahlen lassen sollen, dass wir wirklich, ja, vorangehen sollen. Das ist ganz, ganz wichtig für den April, immer noch mehr zu tun in diese Richtung, wo wir hin möchten. Ja, mach dir da mehr und mehr Gedanken auch drüber, wo soll dein Weg hingehen? Was kannst du tun, um da schneller deine Schritte zu erreichen? Und ich werde jetzt in jeden Lebensbereich mal reinschauen mit dem großen Blatt. Ich wollte einfach mal so einen Rundumblick haben, also nicht wie sonst in jeden Tag reingucken, sondern was sollen die jetzt für die einzelnen Lebensbereiche uns mitteilen, die Portaltage? Und ihr wisst ja, an diesen Tagen ist die Energie mega erhöht und das ist nochmal eine Schippe drauf jetzt im April. Die Engel sagen, es ist wirklich so eine richtige Durchlichtung, die im April stattfindet. Und das kann man natürlich auch dann körperlich wieder spüren. Viele von euch haben mir auch schon gerade am 1. April jetzt auch geschrieben, dass sie das körperlich so sehr stark wahrnehmen. Und es wird auch sehr stark an unseren physischen Körpern gearbeitet, aber auch an allen anderen Energiekörpern. Also die Energie muss ja auch erstmal im Körper ankommen und auch verarbeitet werden. Und da die immer weiter stetig ansteigt und keine Pause mehr macht, so wie wir es sonst gewohnt waren, fühlt sich das einfach auch anders an und wir dürfen das einfach in unser System integrieren. Und desto mehr du auch da dabei bist, auch im Denken, desto leichter wird dieses Ganze vonstatten gehen. Desto leichter wirst du dich auf diese höheren Energien auch einstellen können. Und das ist eben ganz wichtig, im April unser Mindset dahingehend zu verändern, dass wir uns öffnen, dass wir uns wirklich für diese Energie öffnen, damit sie besser durchfließen kann, damit sie sich integrieren kann in alle Zellen. Ja, und ich starte einfach mal rein. Das große Blatt liegt ja da. Ich erzähle einfach mal das, was ich jetzt daraus lesen darf, von den Engeln auch teilweise noch geführt im Hintergrund. Ja, die flüstern mir immer ins Ohr. Und ja, es geht wirklich auch im beruflichen Sinne weiter. Für alle, die da noch eine Entscheidung zu treffen haben, ist das noch mein Job, ist das nicht mehr mein Job, möchte ich das noch machen, ist das noch mein richtiger Weg, ist es ganz wichtig, eine Entscheidung zu treffen, eventuell auch neue Verträge zu machen, also sich woanders zu bewerben, was anderes zu tun, wenn du einfach merkst, es ist nicht mehr meins. Ja? Das kann ganz häufig vorkommen, dass du spürst, du bist einfach nicht mehr auf dem richtigen Weg und dann ist es wirklich auch wichtig, etwas zu verändern. Damit ist nicht gemeint, schmeiß einfach deinen Job hin und guck mal, sondern also wirklich auch mit Verstand einfach dann was anderes zu suchen, was mehr in die Richtung deiner Lebensaufgabe einfach geht, was dich glücklich macht. Ja, wir werden nicht mehr in Jobs verharren können, die uns nicht glücklich machen. Es wird einfach nicht mehr funktionieren. Das hast du vielleicht schon gespürt und dann ist es wirklich wichtig, eine Entscheidung zu treffen und auch aktiv zu werden und da weiterzugehen. Ne? Eben Bewerbung zu schreiben oder die Selbstständigkeit anzugehen. Erstmal nebenbei, zweites Standbein und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Und es ist auch relativ leicht dann einen neuen Job zu finden. Ja, also leg da auch deine Ängste ab, dass du vielleicht da nichts findest wegen deines Alters oder was wir uns da immer so vormachen, wird nicht so sein. Es wird jetzt auch leichter gehen, wenn du die Entscheidung getroffen hast, die für dich richtige Entscheidung, wirst du auch ganz leicht eben in diesen neuen Job reinfinden können. Das ist ganz wichtig. Ja, da wird so eine Stärke freigesetzt, die einfach da ist.
Ja, dann werden sich noch mal ganz viele innere Kindthemen zeigen, die in die Heilung gehen wollen. An den Portaltagen speziell wirst du merken, da werden noch mal die alten Themen getriggert. Die wollen jetzt in die Heilung gehen. Das hat mit ganz tiefen Emotionen zu tun. Blockaden und auch Konflikte, die du vielleicht noch hast mit Eltern, können noch mal ganz stark sichtbar werden. Also löst da auch noch mal die Bänder, auch zu Geschwistern. Alles, was mit deiner Kindheit zu tun hat, kann sich jetzt im April noch mal zeigen. Es geht einfach darum, dass du in deine Harmonie kommst, immer mehr in deine Kraft kommst, dieses innere Kind einfach in dir glücklich ist. Ja, und wenn es traurig ist, wenn es wirklich angetriggert ist an den Portaltagen, dann versuch wirklich auch damit zu arbeiten. Es geht gar nicht darum, nochmal so ganz tief da reinzugehen, sondern einfach nochmal dieses Gefühl zu fühlen, Mitgefühl mit dem Kind zu haben und dann eben diese Themen auch aufzulösen, die auch wirklich leicht sich auflösen lassen. Gerade an den Portaltagen kannst du gut energetisch arbeiten. Alte Verletzungen da noch rauszunehmen, Wachstum, Neubeginn wird dann möglich sein, auch ganz, ganz leicht. Dann geht es noch um das Thema Beziehungen. Da wird es auch noch mal eine Schippe drauf geben, was das emotionale Thema angeht. Also die Emotionen werden in der Beziehung noch mal ganz genau beleuchtet. Bin ich hier richtig? Ist es eine tiefe Verbindung oder ist es eine Zwecksgemeinschaft? Ist es eine nur eine emotionale Verbindung, ja, wo du noch wirklich in so einer Abhängigkeit bist von deinem Partner? Das wird jetzt auch ganz, ganz stark sortiert werden, ja, also dass die Beziehungen wirklich auch echter werden. Die werden ganz echt. Und da geht es auch nochmal um dein Wachstum, dass du wirklich auch alle emotionalen Verstrickungen, auch emotionalen Co-Abhängigkeiten jetzt lösen darfst. Ja, die finanziellen auch, aber gerade geht es im April um die emotionalen Co-Abhängigkeiten, die sich hier auflösen dürfen. Also es kann auch sein, dass du da Eifersuchtsgefühle spürst, nochmal dich minderwertig fühlst. Also alle diese Themen, die auch nochmal mit dem inneren Kind zusammenhängen können, gerade auch auf beziehungstechnischer Sache, das wird nochmal hochkommen, das kann sich nochmal zeigen, will sich aber auch einfach nur erklären, damit du wirklich immer mehr deinen Wert auch erkennst, ja, dich nicht vergleichst mit anderen, vielleicht ist das auch dein Thema. Das kann sich extrem noch mal zeigen. Und dann haben wir auch die Freundschaften, die hier noch mal auf eine andere Ebene gehoben werden. Da geht es wirklich noch mehr auch in die Tiefe, genau wie bei den Partnerschaften. Da wird auch noch mal ordentlich aussortiert. Es ist wichtig, dass du deine Wahrheit aussprichst, dass du wirklich deine Wahrheit auch immer wieder kundtust, Grenzen setzt. Es werden also in Beziehungen, Freundschaften auch die ganzen Werte neu gesteckt. Und dabei ist es wichtig, dass du deine neuen Werte auch mitteilst. Ja, die haben sich sicherlich auch verändert, auch gerade bei langen Freundschaften, und da eben mitzuteilen, was ist mein neuer Wert. Also wichtig auch die Kommunikation, ja, an der richtigen Stelle aus der Wertung rauszugehen. Warum will sie das jetzt anders? Warum will er das jetzt anders? Sondern das einfach zu akzeptieren, aber auch den eigenen Standpunkt mitzuteilen, ist ganz, ganz wichtig. Und da wirklich noch mal tiefer reinzugucken, was dürfen wir da verändern, damit es wieder mehr in eine Harmonie kommt. Dann werden generell die Unklarheiten, die du hast, egal in welchem Lebensbereich, aktiviert werden. Also du wirst da eine Klarheit kriegen in deinem Bereich, was dich beschäftigt. Das wird wirklich richtig gepusht an den Tagen. Es kann auch sein, dass du das ganz extrem präsentiert bekommst. Aber nimm wirklich den gesamten April für wie so eine Lehre, die du ziehen darfst. Ja, sei neugierig. Geh da auch in diese kindliche Neugier, um zu entdecken, was wird mir hier gezeigt, warum wird mir das gezeigt, warum wird es mir vielleicht auch so extrem gezeigt und wie möchte ich damit umgehen. Wichtig ist die Aktivität, wirklich aktiv da dran zu gehen, nicht beleidigt zu sein, in dieses beleidigte Kind zu verfallen, sondern wirklich aktiv für dich auch dann daran zu arbeiten, damit du eben mehr in die Kraft und innere Stärke reinkommen kannst. Ganz im Mittelpunkt ist eben unsere Energie, unsere Harmonie, die Balance, die reinkommen darf, wieder in das System. Wenn du merkst, dass du oft unruhig bist, dass du oft so innere
Kämpfe hast mit dir selber, auch mit vielleicht negativen Gedanken, Schleifen, Gedankenkarussell, ja, wie auch immer, wie rum sich das dreht. Ja, das kann man beobachten, das kannst du mal versuchen, ne? Gedankenkarussell heißt es ja nicht umsonst. Und da kann man auch super gut energetisch dran arbeiten und das möchte sich jetzt eben wirklich auflösen, ne? Dass du wirklich, wenn du merkst, okay, ich habe oft diese Gedankenschleifen, ich habe oft diese Unruhe, umso wichtiger, nutze gerade die Portaltage dazu, dann zu meditieren, in die Stille zu gehen. Die Engel sagen wirklich, die Stille und die Meditation ist das A und O in der nächsten Zeit, damit wir immer mehr in diese Ruhe reinkommen können und uns mit den Energien, ja, anfreunden können. Wenn du sagst, meditieren ist nichts für mich, ich kriege einen Anfall in dieser Ruhe, in dieser Stille, dann ist es umso wichtiger, dass du dich damit irgendwie arrangierst, wirklich so zu dir zu kommen, mehr bei dir anzukommen. Ja? Vielleicht auch mit Yoga, das ist auch unheimlich gut, um in die Mitte zu kommen, gerade die Atemübung aus dem Yoga, vielleicht ist das dann das für dich, ne? Pranayama kannst du auch mal googeln, die Wechselatmung zu praktizieren, gerade wenn du auch mit Ängsten zu tun hast, panische Ängste hast, vielleicht vor Veränderungen, ist es auch schon vollkommen ausreichend, 5 Minuten am Tag die Wechselatmung zu praktizieren. Und damit wir wirklich auch für die Energien, die jetzt kommen in den nächsten Monaten noch auch, dass wir da fit sind und immer mehr eben in diese Ruhe reingehen können und nicht mehr so ein Gefangener von dieser Unruhe von uns selbst sind. Ja, da sagen die Engel wirklich, wir dürfen die Verantwortung jetzt übernehmen und auch nicht mehr die Verantwortung abgeben. Ne, der ist schuld, die ist schuld, meine Eltern sind schuld, sonst was ist schuld, irgendeine Situation ist schuld. Nein, es geht jetzt wirklich darum, die Verantwortung zu übernehmen, dein Schöpfertum, ne, wirklich anzuerkennen und da komplett auch reinzugehen. Wenn du eine Ausbildung machst, dann kann dich das wirklich unheimlich weiterbringen, jetzt nochmal im April. Das liegt sehr, sehr gut. Alles, was du jetzt beginnst, was du anfängst zu lernen, wirst du in dein Leben integrieren, wirst du auch längere Zeit anwenden und du wirst auch ganz vielen Menschen damit helfen können und sie unterstützen können. Also unbedingt da auch dranbleiben an deinen Herzensangelegenheiten. Ganz wichtig, da in die Freude reinzukommen. Und nutz die Portaltage, wie gesagt, vielleicht bist du bei meinem Lichtwandelkreis dabei, kannst du den ganzen Monat einsteigen noch, da gibt es ja immer Energieübertragungen, die ich gerade an den Portaltagen abends mache, ja, und die pushen wirklich auch nochmal die Energie und helfen deinem Energiesystem, eben diese neuen Energien in unser System zu integrieren, ja. Ich schreibe euch das auch nochmal unten in die Kommentare rein, kannst du dir gerne anschauen, wenn du dabei sein willst, ist immer sehr, sehr effektiv, ich liebe eure Feedbacks, ja, und ja, euch da auch zu unterstützen und ja, wünsche dir einen wunderschönen April. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du die Energien bis jetzt wahrgenommen hast, an dem 1. April vielleicht auch oder im Laufe des Monats. Schreib mir gerne rein, wie du die Energien wahrnimmst und ja, was bei dir generell einfach so los ist, wenn du magst. Ja, und abonniere den Kanal, like das Video. Vielleicht möchtest du auch das Video teilen mit einem Freund, mit einer Freundin, die sich auch für dieses Thema interessiert oder auch die einzelnen Lebensbereiche sich hier nochmal anschauen möchte. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ich wünsche dir alles Liebe von Herzen und bis ganz bald. Muah.